Ja, herzlich willkommen. Welcome back after a long afternoon in the Academy of the Arts. We have to bring in also some artists, and I'm very, very happy to present two artists who are involved in this presentation of the first symposium. I think I keep German for the moment, English for the moment, yeah. Herzlich willkommen, Fiston Mwanza-Mujila. Fiston Mwanza-Mujila ist geboren in der Republik Kongo. Er ist heute in Graz und unterrichtet dort afrikanische Literatur. Er ist bekannt geworden im deutschsprachigen Raum durch die Übersetzung von Tram 83, einem grandiosen Erstlingsroman, der sich mit der Geschichte des Kolonialismus in einer komprimierten Form in einer Bar auseinandersetzt. Fiston ist Fellow an der Akademie der Künste in diesem Jahr. Das ist ein glücklicher Zusammenfall. Und Fiston wird die Literatur des Postkolonialismus, speziell von Aimé Césaire, von Frantz Fanon, in einer Jazz-Performance vertonen oder präsentieren. Das ist genau die künstlerische Intervention, die auf dieses Artist Talk, auf dieses Gespräch hier folgt. Ayrson Heraclito ist bildender Künstler aus Salvador de Bahia. Er hat einen PhD in Communication and Semiotics an der Katholischen Universität von São Paulo. Ich habe die Arbeit, die wir hier sehen, entdeckt oder das erste Mal gesehen auf der Biennale in Venedig. Und es war eine sehr dominierende Arbeit, die einen spezifischen Zugang zum Black Atlantic gezeigt hat. Und als wir zusammen mit Wolfgang Kalek über dieses Thema hier sprachen, da war mir das ein großes Anliegen, dass diese Installation, diese Videoinstallation in diesem Kontext auch hier zu sehen ist. Warum? Darüber werden wir gleich sprechen. Ich werde auch an Ayrson die erste Frage stellen, und zwar unmittelbar zu der Arbeit, die du unten in unserer Blackbox präsentierst. Die Arbeit heißt O Sacudimento da Casa da Torre Diptico und O Sacudimento da Casa di La Maison des Esclaves auf der Insel Gorée vor Dakar. Dahinter verbirgt sich natürlich das Thema des Black Atlantic, wie es Paul Gilroy beschrieben hat, an den beiden Rändern des Atlantik sich mit diesen Orten auseinanderzusetzen. Einmal dem Markt, der vor der Küste vom Senegal betrieben wurde, der Sklavenmarkt, und auf der anderen Seite der Ankunftsort in Salvador de Bahia. Und in dieser Videoinstallation sehen wir jeweils drei Männer, die mit Büschen, mit Blättern ein Reinigungsritual an den Wänden dieser beiden Denkmäler für die Geschichte der Sklaverei verüben. Und meine erste Frage an Fiston ist, ist die Idee des Rituals, eines rituellen Bezugs, eine mögliche Antwort auch auf Prozesse der Transformation? Von historischem Unrecht, von historischer Traumatisierung. Ja. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Academia, né, pelo convite, né, na pessoa de Ohanan e o convite de Judith, né, mas toda a Academia, e agradecer também a presença de todos que estão aqui, né, presentes. Né. Antes de começar essa
essa pergunta, eu gostaria de me apresentar pouco. Então, guten Abend, guten Abend an alle. Ich möchte zuerst der Akademie der Künste danken, dass ich hier sein kann, mich besonders bei Johannes von Odenthal bedanken und auch bei Judith und allen danken, die hier sind. Und bevor ich auf die Frage antworte, möchte ich mich kurz vorstellen. Eu sou filho de casamento interracial, né? A minha mãe é branca, né, de origem portuguesa e italiana. E o meu pai é negro, né, de origem africana e indígena. Eu sou fruto desse casamento interracial. Also ich bin sozusagen der Sohn einer rassischen Mischung. Meine Mutter ist Portugiesin und Italienerin, sie ist weiß. Und mein Vater ist schwarz und hat auch indigenes Blut. Also bin ich eine Mischung aus all diesen vier Faktoren. Mas você sabe que grande parte dos processos de mestiçagem no Brasil foram frutos de estupros, né? Então eram africanos ou indígenas que eram escravizados e eram estuprados por colonizadores brancos europeus. Doch die ganze Geschichte dieses der Sklaven hier in die nach Afrika von Afrika nach Brasilien gebracht wurden, das waren diese Grausamkeiten, die begangen wurden. Então a mestiçagem no Brasil não gera uma democracia racial. Pelo contrário, a mestiçagem no Brasil oculta, de certa forma, essa prática de violência que sofreram tantas mulheres e tantos homens que foram escravizados. Aber diese Mischung, die aus den Vergewaltigungen hervorgegangen ist, die Weißen an den Schwarzen begangen haben, daraus entsteht keine Demokratie, sondern das verdeckt nur die ganze Gewalt, die hinter diesen Vergewaltigungen steht. Eu quis começar falando dessa questão porque eu sou mestiço que honro muito da minha herança africana. Ich habe gerne zu Anfang darüber sprechen wollen, weil ich ein Mestizo bin, der dieses Erbe sehr in Ehren hält. Que é uma herança paterna, né, que dentro da desigualdade, né, que vive a sociedade brasileira através das questões raciais, né, foi muito invisibilizada. Denn das ist ein väterliches Erbe und die Ungleichheit, die darauf die geschaffen wurde durch diese ganzen Vorgänge, die in der brasilianischen Gesellschaft sehr sehr sichtbar ist. Então tudo isso para dizer, né, que o meu comprometimento com a arte, né, perpassa todo esse passado e toda a história da colonização, né, e do escravismo no Brasil. Deswegen widmet sich auch meine Kunst dieser ganzen Vergangenheit der Kolonialisierung und auch der Sklavengesellschaft. A minha religião é o Candomblé, que é uma religião de origem nigeriana, né, e da Nigéria e do Benin, né? Então eu sou praticante da religião do Candomblé. Meine Religion ist das Candomblé. Das ist eine Religion, die ursprünglich aus Nigeria und aus Benin stammt, und ich übe diese Religion aus. O Candomblé é o meu ethos, é o meu ethos cultural, né? Então toda a relação que eu tenho com o mundo, né, com a minha existência, né, perpassado pelos ensinamentos, não só religiosos, mas filosóficos do Candomblé. Diese Religion, das Candomblé, das ist mein kultureller Ethos, also meine ganze Beziehung zur Welt und zur Existenz geschieht über diese religiösen Vorstellungen. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Religion, sondern auch auf die ethischen und die philosophischen Bezüge. Por exemplo, eu estou de branco hoje, porque hoje é o dia Funfun, que é o dia do branco, que reverencia o deus negro chamado Oxalá.
Eu não posso vestir outra cor que não seja branco na sexta-feira. Zum Beispiel bin ich heute ganz weiß gekleidet, weil heute der Tag Funfun ist und der Tag Funfun ist für den schwarzen Gott Oshala und jeden Freitag kann ich mich nur weiß anziehen. Okay. Então esse trabalho, o sacudimento, sem dúvida foi o trabalho mais importante e mais difícil que eu fiz até agora na minha vida. Porque ele requeriu de mim, foi necessário eu ter todo preparo, né, religioso também para poder fazê-lo. Diese Arbeit, das Sacudimento, das ist rituelle Reinigung heißt das, war wohl die wichtigste und auch die schwierigste Arbeit für mich, denn sie verlangte von mir eine ganze Reihe von Vorbereitungen, religiösen Vorbereitungen. Porque neste ritual nós trabalhamos com os espíritos de mortos, que a gente chama de eguns, né? Então, nem todas as pessoas podem, né, trabalhar com os eguns. Então, eu tive que me preparar bastante. In diesem Ritual haben wir mit toten Geistern gearbeitet, eguns, und nicht alle Personen dürfen das, deswegen mussten wir uns sehr darauf vorbereiten. Eu não sei o quanto vocês entendem dessas religiões, mas o candomblé é uma religião que está muito próxima, né, da natureza. E os espíritos da natureza, né, são cultuados. Então, nós acreditamos, né, no espírito da água, no espírito da terra, no espírito das árvores, no espírito dos ventos, no espírito das chuvas. Ich weiß nicht, wie sehr vertraut Sie sind mit dem Candomblé. Das ist eine Naturreligion. Es gibt da viele Naturgeister. Also wir haben einen Geist des Wassers, der Erde, des Windes. Okay. A ideia foi tentar trazer todo esse conhecimento, toda essa prática, né, religiosa, né, toda essa ideia, né, para intervir em dois espaços arquitetônicos que são marcadamente traumatizados, né, por esta herança, né, que nós tivemos, né, que foi o escravismo e através das práticas coloniais. Diese religiösen Kenntnisse, die wir uns da angeeignet haben und die wir besitzen und unsere Praxis haben wir angewendet darauf, in zwei Architekturräumen, Häusern, zu arbeiten damit. Und diese zwei Häuser stehen für das ganze Trauma des Erbes, des Sklavenhandels und des Kolonialismus. A primeira casa, né, que eu trabalhei, que eu usei para fazer essa performance, foi a casa da Torre dos Garcias Dávilas, né, na Bahia, né? E a outra, né, foi na África, né, no Senegal, na Ilha de Goré, em Dakar, a casa dos escravos, né? Das erste Haus war die Casa da Torre von den Garcia Dávila, das ist ein Name einer Familie. Dieses Haus steht in Bahia und das andere Haus ist das Maison des Esclaves, das ist das Sklavenhaus auf der Insel Gorée. Quando eu pensei essas performances, né, eu perguntava como poderia retornar criticamente ao passado colonial e ao escravismo para refletir sobre as condições históricas e sociais e as consequências duradouras da colonização e do escravismo para a África e para o Brasil. Als ich über diese beiden Performances nachdachte und sie plante, da fragte ich mich, wie ich diese koloniale Vergangenheit und die Vergangenheit des Sklavenhandels kritisch wieder aufnehmen könnte
Über die historischen Konditionen und auch über die sozialen Konditionen der Gegenwart nachzudenken, und zwar an beiden Seiten des Atlantiks. Oder auch, meine Frage war eben, über die langanhaltenden Konsequenzen der Kolonialisierung und des Systems des Sklavenhandels nachzudenken. A prática do sacudimento, né, dessa limpeza, né, é uma prática muito comum na Bahia, né, e é feita muito pelos adeptos do candomblé, em espaços, em casas, a fim de retirar desses espaços as energias frias, estagnadas, né, dos mortos. Diese Praxis, dieses Ritual der spirituellen Reinigung wird in den Häusern in Bahia sehr oft ausgeübt, und es geht darum, diese ganz kalte Energie der Toten zu vertreiben aus den Häusern. E nós usamos folhas, né, nesse ritual. As folhas são as chamadas folhas guns, que são folhas quentes. Então, quando você bate nas paredes, nos cantos, né, com essas folhas quentes, essas folhas guns, você espanta os espíritos, que são energias frias. Então é o calor expulsando o frio. Wenn man dann eben mit diesen Blättern, die nennen wir Guns, das sind Blätter, heiße Blätter, mit denen schlägt man an die Wände und in die Ecken der Häuser. Und die heiße Energie, die da heraustritt, die erschreckt diese Geister, die eben eine kalte Energie besitzen. Só para concluir essa primeira pergunta, eu gostaria de falar que eu me perguntava, mas quais os espíritos de mortos eu gostaria de limpar daquela casa? Um jetzt zu der Frage zu kommen, um damit abzuschließen, als ich die Performances plante, habe ich mich gefragt, was sind das für Geister, die ich aus diesen Häusern vertreiben möchte? E eu sabia que não era os espíritos dos escravos que morreram nessas casas, mas sim o espírito, né, da própria história, né, e da colonização, né, que gerou, né, toda essa desigualdade e todas essas questões, né, que infringem, né, o mundo contemporâneo e que nos faz estar aqui neste evento discutindo processos de decolonização. Und mir war klar, dass es nicht die Geister der Sklaven waren, die in diesen Häusern anwesend waren, sondern die Geister der Geschichte, die zu dieser ganzen Ungleichheit geführt haben und zu allen Fragen, die uns bis heute bewegen und die uns auch hierher gebracht haben, um über die Dekolonialisierung zu sprechen. Para mim, a morte a ser afastada definitivamente de nós, mas com a condição de que, em primeiro lugar, nos recordemos dela, tenhamos consciência dela, em que tornemos muito presente do nosso próprio presente histórico, é da história da colonização e do escravismo. Für mich ist der Tod, der von uns entfernt werden muss, aber entfernt werden muss er unter der Bedingung, dass wir zuallererst uns trotzdem an ihn erinnern und im Bewusstsein haben, dass wir ihn sehr vergegenwärtig, dass wir uns vergegenwärtigen in unserer heutigen Gegenwart, in unserer heutigen historischen Gegenwart. Also was also entfernt werden muss, ist die Geschichte der Kolonialisierung und der Versklavung, deren Konsequenzen aktuell sind an den Orten wie Bahia und Afrika. Thank you very much for this long introduction into the work, but I think it's very, very helpful to see that a video installation is not just a creation for a white cube for a museum. It's a whole process of a transformation and a very strong statement in relation to the Black Atlantic. And I think everybody who has seen the work can follow
to what you said. Thank you very much, Alison. I want to bring in Fiston. In fact, I think it would be necessary to hear you, because also if you read, you feel that, and it's a German translation from a French text, you hear that the rhythm and the power of language is used in a very specific way. And a big question for a lot of writers is, in which language I can write, and how do I use the language of the colonizers in terms of an emancipation and a resistance. And I would invite you to just talk about that, because language is not just writing. Also, if I will try to speak in German, my German is no good. And also ich glaube, es ist eine große Frage, in welche Sprache man schreibt. Also ich komme aus dem Kongo, ich bin in Lubumbashi geboren. Lubumbashi ist eine Stadt im Süden im Kongo. Und meine Eltern kommen in die Mitte von Kongo, von Mbujimayi. In der Kolonialzeit braucht man viele Leute im Süden, um in Minen zu arbeiten. Deswegen, Leute von meiner Familie sind gegangen, im Süden in Minen zu arbeiten. Also es gibt nicht nur die Frage von Sprache, es gibt auch die Frage der Familie, die Frage der Genealogie, die Frage der Macht. Weil wenn man spricht über Sprache, man spricht über Macht. Also Sprache ist wie ein Anwurf. Und vielleicht noch schlimmer als eine Waffe, noch schlimmer als ein Messer, noch schlimmer als eine Atombombe. Weil wegen Sprache, zum Beispiel in der Kolonialzeit, war verboten, zum Beispiel Sprache, Sprache war benutzt wie eine Französisch war wie eine Hauptsprache im Kongo. Das heißt, man musste gut Französisch zu sprechen. Wenn man spricht Französisch, man gehört eine andere Klasse. Das heißt, die Klasse wurde evolué. Das heißt, Sprache hat eine große Rolle gespielt. Und Sprache hat, wenn man spricht über eine koloniale Sprache, Französisch zum Beispiel, das heißt, hat zu tun mit Macht, also mit Blut, also mit Gewalt. Und Französisch war eine koloniale Sprache, aber nach der Unabhängigkeit, Französisch ist eine offizielle Sprache geworden, ohne die Kolonialisierung. Es sollte wichtig sein, die Sprache des Französisch zu dekolonisieren. Und plötzlich eine koloniale Sprache ist eine offizielle Sprache geworden. Das heißt, es bleibt noch eine Sprache der Macht, eine Sprache der Leute, die haben ein Privileg, eine Sprache eine Sprache von Blut und so weiter. Deshalb für uns als Schriftsteller ist es eine Ambiguität, diese Sprache zu benutzen. Weil andererseits ist eine Sprache, wenn du sprichst Französisch, also kannst du im Kongo gute Arbeit finden, kannst du also Arbeit finden, kannst du, es ist eine Sprache von Kultur und so weiter. Aber in einer anderen Zeit, es gibt diese Geschichte von Sprache. Deshalb für mich, wenn ich benutze französische Sprache, ich versuche in der Sprache eine neue Sprache zu bauen. Ich benutze französische Sprache wie meine Sprache. Und das ist interessant, weil wenn man schreibt in Französisch und man lebt in Belgien oder in Frankreich oder in Kongo, es ist nicht wie in Österreich zu leben und in Französisch zu schreiben. Französisch für mich ist eine fiktive Sprache. Ich schreibe Französisch, aber ich spreche kein Französisch, weil ich spreche auf Deutsch und auf Englisch. Und das ist im Allgemeinen, ich spreche nicht in dieser Sprache. Aber im Roman, ich habe diese Sprache in einer mit Jazz-Motive benutzt. Deshalb, ich habe das Roman wie ein Jazz-Konzert komponiert. Das gibt es
ist also Figuren sind wie Musiker auf der Bühne. Das manchmal wir haben, also manchmal zwei Figuren, wir haben zwei Figuren, manchmal drei Figuren und so weiter. Warum Jazz? Weil Jazz hat immer eine große Rolle gespielt in die Weltzeit am Anfang, diese Sprache der Freiheit, zum Beispiel in Deutschland, in der Nazizeit, Jazz war verboten. Es wurde gesagt, nicht als eine entarte Musik, also, und, also in Amerika hat Jazz eine große Rolle gespielt. Und in Afrika auch, zum Beispiel in Südafrika, mit durch Leute wie Makeba oder Hugh Masekela und so weiter, Jazz war eine Sprache der Resistenz, eine Sprache der Freiheit. Deshalb habe ich Jazz benutzt. Mhm. In der Theorie der Popkultur ist es ja so, dass vom Jazz über den, also vom Blues über den Jazz zum Reggae zum Hip-Hop sich in diesen Musikkulturen ja immer wieder Gegenkulturen formiert haben, also eine Unabhängigkeit und eine Emanzipation und auch eine Wut ausgedrückt wurde und dann ist es gekippt und ist Mainstream, ist Popkultur geworden. Also es gibt kein anderes Phänomen, das weltweit so im Grunde genommen gewirkt hat, wie diese große Transformation des Black Atlantic auf die Musik. Und in der Literatur aber bist du nicht in diesem Mainstream. Ist das, also kannst du da diesen Widerstand behaupten oder formulieren oder wie positionierst du dich? Ich habe nicht gut verstanden. Okay. Also wie von... In der Theorie des Black Atlantic gibt es immer wieder dieses Umkippen von Widerstandskultur in Mainstream, gerade von der Black Music. Dieser Punkt, hast du nicht Angst vor dem, dass es kippt sozusagen, dass es ein Mainstream wird? Dass, also ich habe nicht, ja gut verstanden. Also für mich, wenn ich zum Beispiel, wenn ich also schreibe, ich versuche zu schreiben, also in meinem Schreiben, ich versuche also schreiben als durch mein Thema, meine Figuren, ich versuche eine andere Geschichte, eine alternative Geschichte gegen Kolonialisierung, gegen diese, wie man sagt, diese Récit von Legitimation, wegen dieser großen offizielle also Erzählung zu schreiben. Und für mich schreiben, also oder Jazz, oder ist es wie, bleibt für mich eine Kunst der Alternative. Mhm. Für dich hat eine große Bedeutung die Literatur der Dekolonisierung oder der Kritik, speziell von Aimé Césaire, dem Manifest zum Kolonialismus über Franz Fanon und bis in die Gegenwart. Kannst du beschreiben, was da, natürlich die Inhalte sind wichtig, aber es passiert da noch etwas anderes. Und vielleicht kannst du darüber sprechen. Also das Interessante ist, zum Beispiel beim Aimé Césaire oder beim Franz Fanon, ist nicht nur also die Themen, worüber schreibt. Es ist ein Sachbuch, zum Beispiel also Diskurs und Kolonialismus ist ein Sachbuch. Also das Interessante ist die Sprache. Mhm. Und für mich als Künstler, das Wichtige ist, wie Césaire benutzt diese Sprache. Das heißt, beim Schreiben, Essay, er versucht direkt diese Sprache zu dekolonialisieren. Das ist für mich das Interessante. Deshalb mag ich manchmal also Sachbücher, so Essay von César oder Fanon zu lesen. Und als jemand kommt aus dem Kongo, ich habe viele Verbindungen zwischen César, viele Verbindungen gibt es zwischen mir und César und Fanon und so weiter. Weil bis heute Länder wie Kongo sind noch eine Kolonie. Kongo ist eine Kolonie, noch eine belgische Kolonie oder eine europäische Kolonie. Zum Beispiel, nur ein Beispiel.
Um Indis zu machen, man benutzt diese Mineralien, es kommt aus dem Kongo, 80%. Und zum Beispiel auch um Kultur zu bekommen, um zum Beispiel die Sprache zu lernen, man muss, oder Schriftsteller auch zu werden, man muss Geld haben. In Europa Schriftsteller zu sein, hat verbunden mit Talent. Aber in Afrika oder in Kongo ist das zu tun mit Geld. Du musst von einer Familie kommen, wo kann man ein Buch lesen oder und so weiter. Deshalb für mich, also wenn ich schreibe auf Französisch, ich versuche direkt in dieser Sprache eine Selbstdekolonialisierung zu entwickeln, zu machen. Und es ist einfacher in Kongo ein Buch von einem französischen Schriftsteller zu finden, als ein Buch von einem kongolischen Schriftsteller. Deshalb alles, zum Beispiel heute als in die Schuleprogramm, Schuleprogramm ist halt, also ist von, es gibt kein, also es ist von, es ist, das ist ein altes Programm. Deshalb für mich, also wenn man schreibt auf Französisch im Kongo, man versucht eine alternative Geschichte und diese alternative Geschichte kommt von Schriftstellern wie Césaire, wie Fanon oder wie James Baldwin und so weiter. Next question to Ayerson. When oder auf Deutsch, ich bleib bei Deutsch. Wenn du die Situation noch mal siehst in Ouida in Nigeria, da wo Ouida in Benin, wo diese Verbindung zum Candomblé, ich nehme die Idee mit dem Candomblé noch mal auf, dann ist das ein Ort, an dem die Sklavenroute begann. Es gibt dort auch das Monument des Tors ohne Rückkehr. 1,2 Millionen Menschen wurden über diese Route versklavt. Es ist eine rein koloniale Struktur und es ist zugleich das Zentrum der Spiritualität des Voodoo. Ja. Und das ist wie ein Paradox, dass diese Spiritualität da, wo der Kolonialismus am stärksten gegriffen hat oder fast die gesamte Stadtstruktur, Gesellschaftsstruktur bestimmt hat, dass da das Rituelle, dass da der Kult am stärksten war. Und das ist nochmal eine Frage in Bezug auf deine eigene künstlerische Position. Du bist ja Videokünstler, du machst Installationen, aber du bist auch Performer und du überträgst ein rituelles Wissen in eine zeitgenössische Kunstform. Ja. Und das funktioniert, glaube ich, in Salvador de Bahia, wo diese Kultur sehr, sehr lebendig ist. Das ist in Sao Paulo, glaube ich, schon anders. Ja. Und wie überträgt sich sowas in einen europäischen Kontext? Wie siehst du das hier? Bem, eu me defino como um ativista, né? Um artista ativista que utiliza destas formas de exorcismo, né? De formas que foram muito, muito, muito discriminadas, né, pelo pensamento colonial, né? Então, eu utilizo justamente desse manancial, desse acervo cultural, religioso, né, para intervir no mundo. Also, ich betrachte mich als Aktivist und als Künstler, der diese Formen des Exorzismus benutzt, die durch das ganze koloniale Denken völlig diskriminiert wurden. Und bediene mich dabei dieses ganzen kulturellen Reichtums, der mir zur Verfügung steht. Quem essa cultura é muito às vezes mais vivas na diáspora americana do que na própria África. Diese Kulturen sind oft sehr viel lebendiger in Amerika als in Afrika. Porque a África tem uma história muito complexa, as Áfricas, né?
Denn Afrika oder die Afrikas, die haben eine sehr schwierige, komplexe Geschichte. Amerika também, né? América também tem histórias muito complexas, é muito diferentes. Mas é, essa cultura, né, permaneceu, né, como uma forma de herança, né, que esse holocausto que é a escravidão, né, nos doou, né, no novo mundo, né, que de novo mundo a América não tem nada, né, então temos que destruir também essa ideia de chamar a América de novo mundo, né. Also auch Amerika oder die Amerikas sind ein sehr komplexes Gebilde, ein ganz komplexes Kulturgebilde. Aber diese Kultur, dieses ganze Erbe, die sich aus diesem Holocaust der Sklaverei ergeben hat, die haben wir eben in der neuen Welt, und das ist eine neue Welt, weil in Amerika erstmal nichts vorhanden war, hineingebracht. Eu acredito que existem diversas formas de fazer política, mas eu faço essa, né? Esse é a minha forma, porque eu acredito que existem energias, né? E isso aí não importa, né, o local, é lógico que a cultura de cada pessoa, né, vai definir, de certa forma, se a pessoa acredita em uma coisa ou não. Mas que as energias estão por aí. E eu acho que nós temos que também nos preocuparmos em tentar intervir, né, com elementos da natureza a fim de curar essas energias que estão doentes. Also diese Form der Politik ist einfach meine Form, mit der ich umgehe. Ich gehe mit den Energien um, die vor Ort sind, die in der Kultur jeder einzelnen Person liegen, die alle Energien, die vorhanden sind. Und ich denke, wir müssen vielmehr uns damit beschäftigen, uns darüber sorgen, auch mit den Elementen aus der Natur umzugehen. Uma das minhas fortes referências e que me une a Berlim, à Alemanha, né, foi Joseph Beuys, né? E o Joseph Beuys, ele me ensinou, e eu acho que ensinou o mundo todo, né, que as nossas feridas, elas nunca podem ser esquecidas, elas têm que ser curadas, mas mantidas enquanto cicatrizes, para que a gente não volte a cometer, né, os mesmos problemas de sempre. Ein großer Bezugspunkt, eine große Bezugsperson für mich ist Joseph Beuys. Und er hat mir und uns allen beigebracht, dass man Wunden nicht heilen kann. Wunden vernarben und bleiben immer als Narbe in Erinnerung. Quando eu fui convidado para expor na Bienal de Veneza, a curadora me colocou dentro, né, de um pavilhão, né, que era o dos artistas xamãs, né? Então, o mundo está muito ruim, né? Está em crise, né? O que é que os artistas estão fazendo? Eu realmente acredito no poder da natureza, no poder das folhas e no poder, né, de você transmutar a história, né, os nossos problemas, né? Então eu sou muito otimista, né? Por isso que essa ideia de cura da história está presente, intimamente ligado a todos os meus processos. Ich wurde zur Biennale von Venedig eingeladen, um dort auszustellen, und man brachte mich in den Pavillon, foi o Pavilhão Xamãs, den Schamanen Pavillon, und ich glaube, dass heute die Welt, wie sie in der Krise ist, da wäre die Macht der Natur etwas sehr Wichtiges, um dagegen anzugehen mit Blättern und um die Geschichte zu verändern und unsere Probleme
Und das wäre meine Art und Weise, eine Heilung zu suchen. Vielen Dank, Erston. Was hattest du für Vorbilder, wenn, dass du zum, dich zum Schreiben entschieden hast, Fiston? Also ich habe also mehr als ein Vorbild. Also es gibt schon also viele, also eben beim, zum Beispiel bei vielen, also ich weiß, afrikanische Schriftsteller, also wie bei Aimé Césaire, Léon Gondran Damas, diese, also Chinua Achebe aus Nigeria, und also es gibt schon viele, viele verschiedene Vorbilder. Also für mich, das Interessante ist, es geht manchmal auch über der Sprache. Also ich habe auch viele, viele Vorbilder in Musik, beim Jazzmusik, und ich versuche immer eine Verbindung zwischen Jazz und afrikanischer mundischer Literatur zu bauen. Und nicht also wenn man viel über Jazz spricht, man denkt über Amerika. Aber viele meiner Vorbilder in Jazz-Richtung kommen aus, also aus Südafrika. Weil ein südafrikanischer Jazz ist eine Mischung von amerikanischer Jazz, aber auch von afrikanischen Liedern. Aber beim Lesen im Kongo, wir beginnen immer viele mit französischer Literatur, weil diese Bücher sind, man kann einfach diese Bücher finden. Und dann, wenn du kannst, später du beginnst andere, also zu anderen Literatur, Gabriel Garcia Marquez oder Pasolini und so weiter. Würdest du davon sprechen, dass es eine neue afrikanische Generation von Schriftstellern gibt, zu der du dich zählst? Eine neue Generation von Schriftstellern, die, so wie Wolesiu Jinka, eine Generation geprägt hat, in einem theoretischen Zugang auch und in der Beschreibung des Lebens in der Kolonie. Das ist ja jetzt ein Emanzipationsprozess, ein neuer Schritt im Umgang mit der Sprache, eine neue Generation, die da ist. Ja, also es gibt wie ein, weil man braucht Heritage, man braucht diese Tradition. Deshalb als Schriftsteller, ich bin in die Tradition von, nicht nur von Ole Soyinka oder Chinua Achebe oder Mudimbe, aber ich gehe auch über, weil es gibt auch diese sehr große afrikanische mundliche Tradition. Also ich komme von einer Kultur, wo es gibt eine große Gattung, die Kassala. Und Kassala ist es wie Blues. Und ich gehöre auch in diese Tradition, man braucht Tradition. Das heißt, es gibt eine Tradition und dann, es gibt auch eine andere, wie sagt man, es gibt eine Tradition und es gibt auch eine, auf Französisch man sagt Rupture, das heißt, es gibt auch eine Unabhängigkeit. Das heißt, ich bin in der Tradition von Césaire und Senghor und so weiter. Aber ich versuche auch meine eigene Kunst zu bauen, aber nicht nur allein, aber mit vielen Kooperationen mit jungen Künstlern, kongolesischen Künstlern, aber auch junge Musiker. Zum Beispiel in Graz, ich arbeite dann viele mit Jazzmusikern, und hier auch in Berlin, ich arbeite mit einer Band hier in Berlin. Ja, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir deine Performance sehen. Was mir einfällt, ist unsere Kooperation mit unserem Mitglied Olafur Eliasson, der in Addis Abeba ein großes Projekt gemacht hat, sich mit Poetry Jazz auseinandergesetzt hat und wo die Poesie zu einer Waffe geworden ist, des Erzählens von Geschichten, die offiziell nicht erzählt werden können, also eine Sprache in Metaphern, zu der Zehntausende Besucher kommen, also wo das einfach eine unglaubliche Wucht hat, die Lyrik, die wir uns hier nicht vorstellen können. Das heißt, Literatur auch als ein, wie du es eben gesagt hast, als Waffe, als ein Medium des Widerstands und der politischen Einmischung. Also ich glaube, beim Performance, das wichtig ist, also das Interessante ist, wir gehen über den Text, weil Schreiben ist ein Gefängnis. Wenn dieses Buch ist, ist es wie ein Gefängnis, weil Wörter sind, sie bleiben so, sie bleiben für immer.
Aber durch Performance, man kann die Sprache entwickeln, durch Performance, die, man kann noch wieder das Buch schreiben, durch Performance die Wörter, also Wörter leben. Und bei uns diese Gattungen als Kassala, es ist so, wenn man erzählt eine Geschichte, man kann 10.000 Mal diese gleiche Geschichte erzählen, aber mit verschiedenen Intonationen, mit verschiedenen, also neuer Sachen, mit verschiedenen neuer Sachen. Das ist interessant, weil wenn wir machen eine Performance, es bleibt nur, wir lesen, aber versuchen auch, also zu improvisieren durch die Sprache. Ich glaube, das ist der Moment, wo wir das lieber sehen und hören wollen. Ich denke fast, dass wir übergehen in die Performance.